Einen wunderschönen guten Tag, ihr Lieben, und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Es sind gerade so viele Bauarbeiter vor meinem Fenster und so laut die ganze Zeit. Ich glaube, die haben jetzt gerade Mittagspause, deswegen drehe ich jetzt ganz schnell das Video, bevor es hier gleich wieder richtig laut wird. Jedenfalls soll es heute endlich mal ein FAQ zum Thema Japanisch lernen geben, denn ihr stellt mir doch oft wieder ähnliche oder die gleichen Fragen zu dem Thema, und da habe ich mir mal heute die 8 am häufigsten von euch gestellten Fragen rausgesucht und die werde ich euch jetzt mal beantworten. Wenn ihr denkt, dass ich irgendeine Frage vergessen habe, die oft gestellt wird, schreibt es auch gerne in die Kommentare, dann werde ich das da nochmal beantworten. Und los geht's! Als erstes fragt ihr oft, wo ich denn persönlich Japanisch gelernt habe und wie. Ich studiere unter anderem Japanisch. Ich studiere Japanisch in Kombination mit Wirtschaft. Das heißt, ich habe Japanisch von Anfang an der Uni gelernt, wo ich einen sehr intensiven Sprachkurs hatte. Teilweise in den ersten Semestern 4-mal in der Woche Japanisch, also 4-mal halt so eine Doppelstunde. Heißt also, ich habe nie versucht, mir Japanisch selber beizubringen. Gut, ich habe früher mal versucht, mir so ein, zwei Hiragana so ein bisschen selbst beizubringen. Aber ansonsten habe ich Japanisch nur an der Uni gelernt. Das heißt, ich habe nie irgendwie mir selber Japanisch beigebracht. Das werde ich nämlich oft von euch gefragt. Zur Frage, wie lange ich schon Japanisch lerne. Ich lerne Japanisch seit dem Wintersemester, also seit Oktober 2013. Dritte Frage, wie lange braucht man, um Japanisch sprechen bzw. verstehen zu können? Das ist eine der Fragen, und davon gibt es auch mehrere, die relativ schwer zu beantworten sind. Also, wie gesagt, ich lerne Japanisch seit 2013, und zwar, ich hatte immer einen sehr intensiven Sprachkurs. Ich war immer 3-4 Mal in der Woche mindestens mit Japanisch konfrontiert. Und ich würde sagen, dass man am Anfang, weil eben Japanisch so anders ist als Deutsch, relativ langsam lernt. Also da muss man erstmal natürlich die Hiragana und Katakana auswendig lernen. Dann muss man irgendwie einen Blick für die Grammatik kriegen, weil die Grammatik ist ja auch einfach ganz anders als Deutsch. Und wenn man das dann so langsam geschafft hat und dann auch mit den ersten Kanjis klarkommt und so grundlegend schon die Grammatik kann, ich finde, dann wird es immer leichter. Also dann lernt man immer schneller, finde ich. Am Anfang erstmal halt irgendwie klarkommen, und dann fehlen einem halt natürlich immer Vokabeln, auch mir fehlen noch ganz viele Vokabeln. Aber wenn man die Grammatik schon mal so einigermaßen drauf hat und weiß, wie man Japanisch spricht, wie der Satzbau ist, dann kommt man immer besser klar. Und jetzt nach 4 Jahren Japanisch lernen, worunter ich auch ein Jahr in Japan selbst gelebt habe, würde ich schon sagen, dass ich Japanisch gut sprechen kann. Also ich komme gut klar, ich kann mich gut verständigen in Japan, über alltägliche Dinge reden, auch über ein bisschen kompliziertere Dinge. Aber dazu kann ich auch nur sagen, es liegt jedem anders. Also jeder kommt anders schnell mit Japanisch voran. Da müsst ihr euch auch keine Panik machen. Und es kommt ja auch ganz drauf an, wie intensiv man Japanisch lernt. Und jeder hat irgendwie ein besseres oder schlechteres Sprachgefühl. Ich persönlich komme gut mit Sprachen klar, ich kann schnell Sprachen lernen, wogegen ich ein bisschen länger brauche, um jetzt irgendwie zum Beispiel was in Biologie oder andere Naturwissenschaften zu kapieren. Das ist halt einfach bei jedem unterschiedlich. Aber es ist definitiv nicht unmöglich, Japanisch fließend sprechen zu können. Wie viele Kanji sollte man am Tag lernen? Das ist auch sehr schwierig zu beantworten. Also ich habe in Japan pro Woche 15 schreiben lernen müssen, plus Beispielwörter, also so, dass man weiß, wie man das Kanji auch gebraucht. Und ich muss sagen, dass das viel war. Also das war halt schon so viel, dass man dann in der Woche danach die Kanji von der Woche davor schon wieder vergessen hat, weil, ja, das war einfach zu viel, fand ich. Wir mussten einfach so viele Vokabeln lernen und so viel schreiben und was weiß ich alles. Also ich würde empfehlen, macht nicht zu langsam, aber macht ein bisschen langsamer, dass ihr auch wirklich die Zeit habt, dass die Kanjis auch bei euch im Kopf hängen bleiben und nicht, dass die Woche danach schon wieder durch andere Kanjis ersetzt werden. Ich würde mal sagen, lernt pro Woche vielleicht 10, dann seid ihr gut dabei, aber ich fand 15, also wir hatten gut 15 bis 20 schon teilweise, das fand ich persönlich ein bisschen viel. Aber wenn ihr so pro Woche 10 lernt mit den Lesungen, mit Beispielwörtern, dass ihr wisst, wie das Kanji in verschiedenen Situationen ausgesprochen und gebraucht wird, dass ihr Beispielwörter dafür kennt, dann seid ihr eigentlich ganz gut dabei, meiner Meinung nach. Als nächstes kommt auch noch eine ganz blöde Frage, die oft gestellt wird, aber die ich auch gar nicht so mal eben beantworten kann. Und zwar, wie viele Kanji muss man lesen können, um halt einigermaßen so zum Beispiel eine Zeitung lesen zu können? Also man sagt allgemein, dass man so um die 2000 lesen können muss. Das heißt nicht, dass ihr 2000 Kanji schreiben können müsst, sondern man lernt ja einige Kanjis, die man schreiben will, aktiv, und dann lernt man wieder andere passiv. Also passiv, die ihr dann einfach im Zusammenhang mit Vokabeln, die ihr lernt, mitlernt, aber halt, dass ihr wisst, was die heißen, aber dass ihr die nicht schreiben können müsst. Und ich bin mir auch nicht sicher, wie viele Kanji ich lesen kann, ob das jetzt wirklich 2000 sind oder noch nicht.
Ich habe, wie gesagt, den JLPT N2 bestanden. Das ist so mein Level. Ihr könnt euch mal die JLPT-Study-Seite angucken. Die kann ich euch in der Videobeschreibung verlinken. Und mal gucken, halt, wie viele Kanji man auf den verschiedenen Niveaus auch schreiben können sollte. Und da könnt ihr euch dann vielleicht mal einen Überblick verschaffen. Aber halt allgemein sagt man so, man sollte, um eine Tageszeitung lesen zu können, circa 2000 Kanjis können. Natürlich kommt es natürlich auch auf die Themen drauf an, worüber ihr dann was lest. Also es kommt auch vor, wenn ich eine Tageszeitung lese, ich kann da auch nicht alles von lesen. Das kommt halt echt immer ganz darauf an, was dann letztendlich da in der Zeitung steht. Und außerdem sagt man so, dass ein gebildeter Japaner so zwischen 4000 und 5000 Schriftzeichen lesen kann. Dann wird noch oft gefragt, ist Japanisch schwer allgemein? Die Frage habe ich auch schon in meinem anderen FAQ beantwortet. Ich würde immer sagen, dass Japanisch anders ist. Japanisch ist natürlich schwer zu schreiben, es ist schwer für uns, sich die ganzen Zeichen zu merken. Aber an sich würde ich sagen, dass Japanisch von der Grammatik relativ machbar ist und sogar teilweise einfacher als Deutsch. Dann fragt ihr noch oft, ob man sich Japanisch selber beibringen kann. Ich habe es nie gemacht. Ich würde schon sagen, dass es geht, aber ich fand es halt echt sinnvoll, immer eine Japanischlehrerin zu haben, die einen dazu auch treibt, wirklich weiterzulernen. Ich habe immer das Problem, wenn ich mir selber was beibringe, habe ich irgendwann keine Motivation mehr und ich schreibe ja auch keine Tests oder so, wenn ich mir selber was beibringe, dann höre ich halt einfach irgendwann auf. Aber wenn man eine Lehrerin dahinter hat, die einen abfragt und so, finde ich das schon immer motivierender und man lernt mehr, aber das liegt natürlich auch wieder ganz an euch, wie fleißig ihr seid. An sich gibt es genug Seiten im Internet und es gibt die JLPT-Study-Seite, die euch auch auf den JLPT-Test vorbereitet. Ich denke schon, dass es geht. Man braucht nur viel Motivation und Selbstdisziplin, würde ich sagen. Und dann noch als letztes, wo kann man denn Japanisch lernen, wenn man Japanisch lernen will? Also, wie gesagt, wenn ihr euch das selbst beibringen wollt, im Internet gibt es ganz viele Möglichkeiten. Wenn ihr Japanisch studieren wollt, googelt einfach mal, an welchen Unis man das studieren kann. Ich habe schon in anderen Videos mal gesagt, dass ich an der Uni Duisburg-Essen bin, aber auch in Düsseldorf zum Beispiel. Ich habe eine Freundin, die ist in Düsseldorf aufs Gymnasium gegangen und hat da Japanisch in der Schule gelernt. Das gibt's also auch. Dann gibt es verschiedene Sprachschulen, die bieten teilweise Japanisch an. Dann gibt es an der VHS teilweise Japanischkurse. Also da müsst ihr wirklich einfach mal googeln, was es so bei euch in der Nähe gibt. Es gibt bestimmt irgendwelche Möglichkeiten bei euch in der Nähe, irgendwie in Japanischkurse zu kommen. Natürlich bezahlt man auch was für VHS und Sprachschulen. Das müsst ihr halt einfach selber wissen, wie und in was für einem Umfang ihr das lernen wollt. Und vielleicht macht es ja sogar wie ich und studiert mal Japanisch. Also da müsst ihr euch einfach mal selber ein bisschen im Internet informieren. Es gibt auf jeden Fall auch in Deutschland viele Möglichkeiten, Japanisch zu lernen. Ja, und das waren jetzt die 8 Fragen, die mir am allerhäufigsten gestellt werden zu Japanisch. Wenn ihr noch weitere Fragen habt, wie gesagt, schreibt mir sie gerne in die Kommentare. Dann hoffe ich, dass ich euch da auch noch ein bisschen weiterhelfen kann. Und ansonsten hoffe ich, dass ich euch mit diesem Video wieder mal ein bisschen helfen und informieren konnte. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben und über ein kostenloses Abo freuen. Wenn du noch kein Abonnent meines Kanals bist, abonniert mich auch gerne auf Instagram und Twitter. In 3 Wochen fliege ich nach Japan, dann werde ich auch versprochen wieder ganz viel und fleißig vor allem auf Instagram Fotos posten, was ich im Moment ja gar nicht so mache. Aber ich habe im Moment auch einfach irgendwie nichts Spannendes an Fotos zu zeigen. Tut mir sehr leid. Ja, und ansonsten wünsche ich euch wie immer eine wunderschöne restliche Woche und wir sehen uns dann nächste Woche wieder. Bis dann!